Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda, wo ich hier vor einer gnadenlos weißen Wand stehe und die Konsole benutze, wie versprochen. Ah, jetzt sehe ich auch was. Was ist das? Das ist eine gut berechtigte Frage. Und spontan würde ich sagen... Willkommen, ihr Glücklichen. Tretet vor. What the fuck? Ihr erfüllt mich mit Demut, denn ihr seid erwählt. Erwählt durch den Archon. Erwählt für den Aufstieg. Erwählt für den Aufstieg. Moment, stopp. Die werden jetzt nicht zu Cat gemacht, oder? Was? Wieso wehren sie sich nicht? Das ist irgendein durchgeknallter Kult. Diese Angara scheinen in einer Art Trance zu sein. Ich kenne die Moschei. Sie ist nicht da unten. Das ist beruhigend, dass die nicht da unten ist. Kapseln. Sie könnte überall sein. Sie wollten eine Ablenkung? Na dann ändern wir mal den Plan. Das kann nicht sein. Mächtig, mächtig, Badabum. Archon. Was willst du? Ein Angriff. Ich verteidige den Tempel. Warte. Ist die Moschei unter ihnen? Nein. Es erwartet den endgültigen Aufstieg. Dann erledige das und bring es zu mir. Okay. Also geht der jetzt direkt zur Moschei? Dann würde ich sagen, dem nach, oder? Aufstieg? Wieso endgültig? Was haben Sie vor? Wir müssen die Angara retten. Wir sind wegen der Moschei hier. Oberste Priorität. Für Sie vielleicht. Mein Schiff, mein Team, meine Regeln. Wir können danach ja noch weiter gucken. Hat sie wirklich die Erwählten genannt? Aber ja, erst mal gucken. Aber wofür sind sie erwählt? John, könnten Sie das hier womöglich wollen? Nein, natürlich nicht. Immerhin. Ach, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Mich stört nur ein bisschen, dass wir jetzt... Wir müssen die Moschei da rausholen. Ich nicht ausreden darf. Nämlich stört ein bisschen, dass wir so gnadenlos jetzt hier einen Alarm ausgelöst haben. Wahrscheinlich alles hier in Alarmbereitschaft versetzt ist. Es ab jetzt also wahrscheinlich ein bisschen häufiger zu kämpfen kommen wird. Deswegen hier direkt laufe ich mit geladener oder gezogener Waffe. Geladen ist sie ja hoffentlich immer und ich muss nicht zu oft schießen, dass sie überhitzt. Denn dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. So, da ist auch nichts. Dann gucken wir tatsächlich mal hier hin. Der Widerstand konnte es offenbar nicht abwarten. Das ist eine interessante Glasröhre hier. Ich habe mich schon nicht getraut, da richtig reinzugehen, weil ich gedacht habe, ich falle bestimmt gleich runter. Aber immerhin bin ich so auf der anderen Seite der verschlossenen Tür. Ich höre, ja? Wir haben Commander Dosier kontaktiert. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen auch Wissenschaftler schicken und Techniker. Wir müssen so viele Informationen wie möglich sammeln. Verstand? Oh ja. John, unser Einsatzziel ist weiterhin die Moschei. Natürlich. Aber danach müssen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Er hat recht. Warte mal, kann ich die eigentlich aufladen? Irgendwie konnte ich durch die aufladen, habe ich gehört. Keine Ahnung. Thank you.
Hat eine interessante Feuerfrequenz, diese Waffe hier. Oh, und ist jetzt überhitzt. Oh, lädt aber eigentlich relativ schnell wieder auf. Also damit komme ich klar. Das ist ja wie Nachladen. Also die Waffe ist... Sorry, sehr, sehr cool. Ich mag die Waffe. Absolut. Als Sturmgewehr absolut perfekt. Lädt schnell wieder auf. Macht gut Schaden, schießt gut. Das Präzisionsgewehr, davon bin ich jetzt noch nicht so überzeugt. Dum-dum-dum-dum. Platt. Ich sehe die Kapseln. Über uns. Yep. Wir könnten ja diese Kerle hier fragen. Wer übernimmt das? Aura? Mir ist eher nach erst schießen, dann fragen. Also die Waffe ist echt sehr, sehr cool. Alles okay bei Ihnen? Bisher schon. Wir haben die Hauptkammer hinter uns gelassen und dringen weiter vor. Okay. Das ist verrückt. Was sehen Sie? Es ist wie... Ich weiß nicht, eine bizarre Kirche? Oh, total merkwürdig. Wir haben einen Raum voller Gefangener gefunden, die in Trance versetzt wurden oder sowas. Wir konnten sie nicht zu einer Evakuierung überreden, also mussten wir sie zurücklassen. Unpraktisch, würde ich vorsichtig ausdrücken, ne? Und... Sam, hast du schon rausgefunden, wie hier alles funktioniert? Ich mache Fortschritte, Pathfinder. Allerdings hatten die Angara keinerlei Informationen über diese Einrichtung. Soll ich meine Prioritäten ändern? Sind sie in Gefahr? Nein. Wir kommen schon klar, Sam. Aber danke. Passt schon. Passt schon. Da müssen... Oh, ein Behälter, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und wir haben auch schon hier einiges mitgenommen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt unten weiter. Ich gehe einmal kurz hier dran vorbei. Ah, dort oben müssen wir weiter. Na. Heppa. Ein Wartungstunnel. Das müsste der richtige Weg sein. Wir kommen näher. Das spüre ich. Das ist eine ähnliche Schildtechnologie. Ich kann sie deaktivieren. Es muss einen Grund für all diese Sicherheitsmaßnahmen geben. Ja, das denke ich auch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob mir dieser Grund gefallen wird. So Alt drücken und... Wow. Kapseln. All diese Zeit. All diese Gefangenen. Wow. Wir könnten versuchen, sie zu scannen. Ja, und zwar schnell. Weibliche Angara, gesund. 176 cm groß. Bisher keine Entbindung. Ich konnte bisher niemanden finden, dessen Daten mit ihren übereinstimmen. Ryder, wenn Sie eine Konsole finden, werde ich versuchen, darauf zuzugreifen. Ja, gleich. Ich muss mich hier mal gerade... Die Konsole nehmen wir auch gleich. Ich will halt hier nur noch kurz möglichst viel scannen, weil es ja alles Forschungspunkte sind, ne? So. Und dann ab zur Konsole. Ah, da. Einmal bitte okay, Sam, dein Magic. Wollen wir doch mal sehen, was du hier drin versteckst. Sam, Suche wird durchgeführt. Die Erwählten wurden nach genetischen Daten erfasst. Mhm. Beeil dich bitte! Ich arbeite mit Höchstgeschwindigkeit daran, Informationen in einer fremden Sprache und Technologie mit angaranischen Datenbanken abzugleichen. Die Moschei war hier, aber ihre Kapsel wurde vor wenigen Augenblicken weitergeleitet. Sie wurde weitergeleitet? Wohin? Die Kapseln werden von hier in umliegende Räume befördert. Wahrscheinlich war sie hier, hä? Gehen wir. Da ist nämlich leer. Das hier war wahrscheinlich die Moscha. Da lang? Zumindest ist da jetzt aufgegangen, also da lang. Ist auch das Einzige, was aufgegangen ist, also denke ich mal, übersehe ich auch nicht allzu viel. Pathfinder, bitte kommen. Ja. Ich höre.
Unsere Verstärkung trifft ein. Wir gehen zurück und treffen uns mit ihnen. Okay. Wir haben eine Spur zur Moschal. Wir denken, sie lebt noch. Bei den Sternen, das sind gute Neuigkeiten. Wir bleiben in Verbindung. Okay, bei der Tür wird's heller. Und wie sieht's bei der Tür aus? What the? Was ist das für ein Raum? Der merkwürdigste, den wir bisher entdeckt haben. Echt unheimlich. Catch-Spritze. Aber ich bin froh, dass ich reingegangen bin, dass ich den ganzen Mist hier auch sehe. Und auch alles gescannt habe vor allem. Ja, dann würde ich sagen, weiter in die Richtung, die wir gehen müssen. Noch ein Dekontaminations... Runter! Sam, kannst du irgendwas unternehmen? Arbeite dran. Und ich glaube, da ist die Moscha, hä? Und er hat, spontan würde ich sagen, Waffen in der Hand. Oder Spritzen? Ich bin mir nicht sicher. Alles sehr, sehr merkwürdig hier. Das ist die Moscha scheinbar, so wie er reagiert. Das sieht nicht gut aus. Fuck, ich hab's gewusst. Moscha wurde zu einer Cat. Nein, warten Sie! Verschonen Sie den Angara! Seien Sie vorsichtig! Töten Sie ihn nicht! John, er schießt auf uns! Es ist nicht seine Schuld, John. Das haben die Cat aus ihm gemacht. Zeit zu sterben, ihr Monster! Ihr Verbrecher! John, bleiben Sie konzentriert! So, langsam. Was wir gesehen haben, könnte in diesem Moment auch mit der Moschei geschehen. Na los, Leute, räumen wir auf. Wird erledigt, Ryder. So. Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, diese Waffe ist geil. Also. Und ich brauche keine Munition mehr, was auch sehr, sehr cool ist. Nicht in Ordnung. Das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Ich habe schon eine Menge Scheiße gesehen. Aber das hier ist einfach nur böse. Vor allem, wenn so die Cat entstehen, weißt du wirklich. Keine relevanten Daten. Nur, dass der Cat halt hier noch nicht in eine Rüstung gesteckt wurde und alles, ne? Sondern einfach halt. Das kann doch nicht wahr sein, echt nicht. Jaw. Sie sind wir. Ah.
Aber es kann doch nicht sein, dass Mass Effect nur eine neue Alien-Spezies hat, sozusagen. Die Mushai. Es gibt noch mehr Räume. Ich scanne weiter nach ihr. Wir müssen sie finden. Schnell. Sie sind wir. Ja. Wie viele habe ich getötet? Ich wusste es nicht, Ryder. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Das ist nett. Ich weiß es nicht. Nun, als erstes müssen wir die Mushai finden. Wenn jemand weiß, was das hier für die Angara bedeutet, dann vermutlich sie. Ja, vermutlich. Ryder! Joel! Ich hab sie! Oh Mann. Hier unten! Los, los! Oh oh. Sam, ich muss in diesen Raum! Jetzt! Kontamination wird überbrückt. Der hat sie aber immerhin nicht spritzen wollen, scheinbar. Mushai-Schäfer, wir werden sie retten. So, die zwei sind wohl weg. Waren das alle? Scheinbar waren das alle, dann müssen wir da hinterher. Durch eine Kontaminationskammer nach der anderen. Ein Aufzug. Wieder mal ein Aufzug hier. Ich konnte am letzten Terminal auf die Pläne der Einrichtung zugreifen. Okay. Ihr wahrscheinlichstes Ziel ist die Shuttle-Rampe weiter oben. Dann nach oben, zur Shuttle-Rampe. Und wohl abfangen, bevor sie starten, hä? Da ist sie! Ich sehe sie! Sie wollen sie wegschaffen! Halten Sie durch, Mushai Sepher! Wir werden sie befreien! Sie werden es nicht bekommen! Nein, Sie werden sie nicht bekommen! Mein eigener Aufstieg beschützt mich. Sie sind nur ein mangelhaftes und ist deutlich schlechter als bisher das Ding. Also da stört mich jetzt wirklich, dass ich den nicht hab. Hier merke ich jetzt wirklich, dass mir die andere Präzisionswaffe fehlt, weil der ist deutlich schlechter hier, das Ding jetzt. Normalerweise müsst ihr jetzt halt da hier einfach reinballern. Und das hat immer ganz gut funktioniert mit dem letzten. Mit dem hier aber nicht so gut. Da ist er. Ja.
Oh, und immer schön freezen haben wir gelernt, was damit die beste Möglichkeit ist. Meine Macht entspringt dem Geschenk des Archons. Ich werde nicht nach. Wow. Wer ist er denn da? Wir kämpfen bis zum Tod. Beschützt diesen heiligen Ort. Wo ist der Dicke? Platz sein. Da ist noch mal einer von den Unsichtbaren hier. Gegen die ist die Waffe super, aber gegen den einen halt nicht. Da brauche ich konzentrierten Schaden auf kleiner Fläche sozusagen. Wow. Ja, würde. Wenn ihr lang genug überlebt, um was davon zu haben, wird er euch belohnen. Voll daneben, nach dem Nachladen. Ich hätte halt echt gerne eine Waffe, die das irgendwie besser macht. Mist. In die falsche Richtung gedreht. Und jetzt tut er wieder gewaltig rumnerven. Mann. Allzu viele Schuss habe ich mit der Waffe jetzt auch nicht mehr. Munition niedriger, ich muss mal. Ja,
Munition einsammeln. So, habe Munition eingesammelt. Du stehst da schlecht, Kleine. Muss immer so ein bisschen ausweichen. Jetzt ist er da wieder irgendwo und oh, er hat wieder Verstärkung mitgebracht. Scheinbar. Hui. Wow, aua. Wo sind die Viecher? Erstmal wieder die Dinger platt machen, weil die nerven. So, wo ist sie? Hinten sind sie. Sag mal. Warum treffe ich den nicht mehr? Das gibt's doch nicht. Wieder. Gut. Jetzt müssen Sie sich niederstellen. Ja, bisschen Arbeit.
Munition. Da, die nehmen wir doch bei der Gelegenheit kurz mit. So. Wo ist er? Da hinten ist er. Fast. Ganz, ganz knapp war es, ne? Das war so knapp gerade. Es tut ja immer nur ein bisschen weh dadurch, dass meine Schilde jedes Mal voll geladen sind, also ignoriere ich das halt gerade ein bisschen, weil ich eine gute Schussposition habe hier. Na komm. War gerade der Test, in welche Richtung ich gehen muss gleich. Ich glaube, das war er. Der Arsch. Wir sammeln natürlich wieder alle Überreste ein. Und ja, ich habe überzogen jetzt bereits. Aber ich denke, euch alle interessiert es, nach diesem langen Kampf auch zu sehen, was der Lohn dafür ist. Also ich hoffe zumindest, dass das der Lohn ist. Da ist die Moschei, ein Behälter, den nehmen wir noch mit. Da war ziemlich viel drin. Und dann reden wir mal mit der Moschei. Ich habe sie. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener der Cat ist je wieder zurückgekehrt. Diese Regel ist mir neu. Wie auch immer, uns bleibt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Sofort. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Oh, es bleibt hier. Also wenn wir das Immunsystem geschwächt haben, sollten wir unbedingt Sonne machen. Sie kommt mit uns. Moment, ich will wissen, warum der Archon... Arrogante Dummköpfe, es ist ein Geschenk und Sie verweigern es ihm. Sie verwandeln sie in Monster, die ihr Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erbärmlich wie sie, doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich, so wie die Erwählten, so wie eines Tages auch sie. Das heißt, dass Archon sozusagen eine eigene Rasse für sich ist, eine Alien-Spezies, dann gibt es die... anderen hier und die Kette ist so eine Zwitterrasse zwischen. Tch. Okay.
Sie entscheiden nicht, was Größe ist. Pathfinder, ich registriere mehrere Kettkreuzer im Anflug. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam, hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter? Ich kann das EM-Feld auf Ihren Befehl hin überladen. Wir müssen zuerst unsere Leute befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und in Angara darin zu helfen. Hören Sie! Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein, er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn Ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt. Unsere Leute sind hier. Unsere Kämpfer. Unsere Wissenschaftler. Unsere Stärke. Ja, es ist natürlich wieder meine Entscheidung. Und die Cat wollen auf gar keinen Fall, dass die Anlage zerstört wird. Die Moscha möchte, dass sie zerstört wird. Und das sind beide Sachen, die mich überzeugen, die Einrichtung zu zerstören. Tut mir leid. Sam, halt dich bereit, den EM-Schild zu überladen. Nein! So wird es allen Cat ergehen, solange mein Volk Entschuldigung. Nicht frei ist. Wir haben die Moschei. Es wird Zeit zu verschwinden. Da kommen die Cat. Sie werden uns nicht ohne Kampf gehen lassen. Sieht so aus, ja. Ich bin nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde Ihnen helfen. Kommen Sie! Stellen Sie sich zu mir! Nein, Moschei! Schonen Sie Ihre Kräfte! Diese Entscheidung treffe ich! Wo sind die? Diesen Ort in die Luft zu sprengen. Wir müssen das tun. Ja, sehe ich genauso, Moschei. Ich sag's den anderen. Ishare, seien Sie vorsichtig. Oh, Achtung! Bis zur Abholung durch das Shuttle durchhalten, okay. Wow. Ein. Aua. Okay, den hätte ich also scheinbar im Auge behalten sollen. Okay, netter Cliffhanger. Ich denke, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Wir wissen jetzt grob, was kommt. Um die richtig große Explosion, das mächtig, mächtig Badaboom zu sehen, tja, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut und bis zum nächsten Fail.